Hallo meine lieben Sammlerfreunde, da ist er wieder, der Master Olli mit einem neuen Video am Start und heute, ja hier ist es, Mattel Creation hat geliefert, was ist drin? Ich glaube ihr könnt es alles erraten und wisst es schon, es ist natürlich der gute Extender drinne. Ich halte ihn etwas schräg, dass er nicht so spiegelt. Also heute schauen wir uns den Extender an, tolle Figur geworden. Ich habe auch noch einen Vintage, da machen wir einen kleinen Vergleich. Und ja, los geht's, ab in die Ego-Perspektive. Ich freue mich drauf. Tolle Figur. So, da sind wir in der Ego-Perspektive angekommen. Er spiegelt, er ist nämlich wieder in einem Schiebeblister und das finde ich richtig cool. Also, wenn die jetzt die nächsten Figuren alle in diesen Blistern rausbringen, ich bin da fein mit. Okay, es ist wieder mehr Plastik und aber man kann halt die Figur rausnehmen und man kann die Figur reinmachen. Ja. Jetzt gucken wir uns ganz kurz die Karte an. Wir kennen sie ja schon, die Karte. Wer kennt die explodierenden Steine nicht, den ikonischen Schriftzug und so. Aber hier steht halt jetzt Extender Heroic Master of Extension. Ja, an der Seite ein super schönes Cross-Sell Art. Und hier unten steht Mattel drauf. Hinten haben wir einen Mini-Comic und die Figur steht im Blister. Schaut euch an, was das für ein Riesenklopper ist. Boah. Geil, oder? Geil. Ich glaube, der ist sogar noch etwas breiter als sein Vintage-Pendant. Aber das werden wir uns dann angucken. Ja, wir haben nicht so tolle Goldparts. Das sieht man jetzt schon. Aber wie gesagt, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Nachdem wir uns die Rückseite betrachtet haben, mit den mega schönen, über die ganze Seite gehenden Artwork. Es ist ein Exklusiv von Mattel Creation. Und deswegen haben wir auch eigentlich gar keine Verbraucherinformationen. Nice. Sondern nur hier dieses Banner von Mattel. Ja, schaut euch das an. Extender mitten in der Horde drinne, muss ich, denke ich, zu allen Seiten verteidigen. Aber ich glaube, die Aufgabe ist für ihn schaffbar. Wir haben den Leech hier vorne, wir haben den Hordak, den Grizzlor und hier hinten, ja, da ist der Dragstar. Der Dragstar. Ich freue mich riesig groß auf diese Figur. Das wird mega gut. Ich habe schon einen Dragstar gecustomized. Den gibt es sogar als Video in meiner Videoliste. Aber das ist schon lange, lange her. Vielleicht mache ich tatsächlich nochmal ein First Look of Dragstar Origins Video, weil ich denke, das ist vielleicht auch für die, die jetzt neu beim Kanal sind, interessant zu sehen. So, okay, jetzt machen wir die Packung auf. Nehmen die schöne Karte raus. Ist das nicht toll? Wunderbar. Besser geht's ja gar nicht. So. Hier haben wir das Mini-Comic. Das ist in einer Tüte. Das hat natürlich auch einen Grund, weil das Mini-Comic hier liegt und dann so eingefaltet wird und die Karte dann hier hinten so da drüber, dann, damit das halt einen gewissen Sitz hat. Ansonsten würde ich sagen, bin ich schon dagegen, hier auch nochmal Plastik zu benutzen, weil, nee, das finde ich jetzt nicht so schön. Aber okay. So, dann haben wir hier das Comic. Das werde ich euch am Ende des Videos zeigen und da könnt ihr euch das Comic angucken. So, dann nehmen wir mal die Figur heraus. Hier haben wir schon mal sein Schild. Das sieht schon mal sehr 80er-like aus. Ja, ein bisschen. Ich glaube, es gibt eine kleine Veränderung. So. Ach, hier haben wir wieder diese Seitenstützen drin. Was immer die auch stützen. Die stützen, glaube ich, den Blister hier an den Stellen, damit die nicht keine Knicke kriegen. Ja. Die machen das, glaube ich, auch nur so, wie sie mal Lust haben. Mal machen sie die Dinger rein und mal nicht. Haben wir jetzt hier Bänder. Wir haben jetzt hier wieder so Gummibänder. So, ich mache jetzt mal einen Schnelldurchlauf und nehme die Figur für euch raus. Tada! Erledigt.
So, ja, da liegt die. Also wir haben hier schon mal so Ansteckpnüppel, womit man den Extender vergrößern kann. Ansonsten ist er tatsächlich voll beweglich wie in Origins. Wir haben Mix and Match komplett. Das ist stark. Das ist stark. Den Unterkörper kann man sogar rausziehen. Und er ist drehbar trotzdem. Oh, das liebe ich jetzt schon. Das macht das Posing. Ey, wir haben. Deswegen ist der, hat er auch so einen breiten Körper. Weil die müssen das ja irgendwie hinkriegen, dass dieses Teil hier drin versenkt ist und trotzdem Mix and Match funktioniert. Wenn der Kopf jetzt noch hochgeht, schnall ich ab. Schaut euch das an. Der Kopf, der geht auch noch hoch. Ist der jetzt auch noch drehbar? Ich glaub es nicht. Der Kopf ist jetzt noch drehbar. Schaut euch das an. Der kann auch zur Seite jetzt gucken. Ist das irre. Also, das finde ich richtig gut. Wir haben jetzt nicht wirklich richtige Goldparts. Ja, das ist so ein bisschen, wie will ich das sagen? Swirly Plastic haben wir auch als leichtes Problem. Zeige ich mal die Rückseite. Aber ich sehe das gar nicht als Problem an. Ich muss ganz ehrlich sagen, lieber diese Parts als, ihr werdet es gleich sehen, bei meinem Vintage, da gab es ein paar Probleme mit den Goldparts natürlich. Ne? Der ein oder andere Extender hat da schon gelitten. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Das geht ganz einfach. Und dann setzt man diesen Würfel hier dran, wie als wenn man Schuhe an- und abmacht. Das geht wirklich, das geht einfach, das geht schnell. Und das geht auch voll in Ordnung. So, jetzt haben wir ihn in voller Größe und immer noch. Und das ist ja der Wahnsinn, in voller Beweglichkeit. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben hier Rastengelenke. Wenn man die jetzt auch noch richtig gerade macht, dann wird der noch mal größer, weil er ja die Beine gerade hat und nicht in so einer gebeugten Stellung steht. Jetzt schaut euch diese Figur mal an. Das ist doch total verrückt. Ich nehme mal hier einen He-Man dagegen. Also wenn man das jetzt sieht, schaut euch das mal an. Also der ist ja der He-Man. Der He-Man ist ja... Ja, the most powerful man is the most kleine man. Das ist übrigens auch ein kleines Mix and Match aus einem Cartoon-He-Man und einem normalen He-Man. Finde ich ganz nett. So, ja... Also der Extender an sich ist schon mal mega klasse. Das haben wir jetzt gesehen. Ich finde das einfach toll, wie man ihn ja so vergrößern kann. Und das ist schon mal sehr gut. Schon mal sehr gut. Jetzt gucken wir uns kurz das Schild an. Das Schild müsste eigentlich, ja, es geht schon mal auf wie in den 80ern. Weil das Schild konnte sich auch extendermäßig vergrößern. Ja, ich glaube, dieses Schild... haben wir damals gar nicht gehabt. Also ich hatte keinen Extender selber, aber da wo in der Spielgruppe, wo wir immer mit unseren Masters zusammengekommen sind, da war ein Extender, aber ich glaube, der hatte kein Schild. Wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, ist ja auch schon lange, lange her. Ja, manche Sachen gehen halt verloren. So, er hat auch sehr große... ich wollte gerade sagen, er hat sehr große Hände, aber er kann trotzdem die kleinen Waffen von den Figuren in die Hand nehmen. Ja, also das Schild ist nahezu wie in den 80ern. Und dann gucken wir jetzt nochmal. Man kann zum Beispiel auch hier das abnehmen. So, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, ist auch nicht so schlimm. Ich habe halt einfach nur... Und kann hier dieses Teil im Endeffekt auf... dieses verlängern
Und dann, wenn man ihn jetzt, in eine Pose stellt. So, jetzt guckt euch das mal an. Der würde jetzt in einer Pose stehen und hat dann im Endeffekt schon das eine Bein, hat er schon weiter ausgefahren, um irgendeinen ordentlichen S-Kick zu geben. Kick-S! Ne? Das ist cool. Ey, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Ich brauche da gar kein Action-Feature, was zum Raus- und Reinschieben geht. Wenn ich das machen kann, ist das doch viel cooler. Schaut euch das an, wie diese Figur jetzt gepostet werden kann. Und dann machen wir noch das Schild. So. Das Schild dran. So. Und jetzt schaut euch das an, was das für eine Pose ist. Ey, so kommt er auf meinem Ultimate Battleground. Genau so. Einen Arm kürzer, das andere Bein schon länger. Dass er so steht, guckt so schief über seine Maske drüber, hat das Schild offen. Und ja, so kommt er. Oh, ist das genial. Ja. Ist das genial. Also, die Figur ist mindestens genauso gut wie der Cyclone. Und der Cyclone war schon mega cool durchdacht. Und auch das, das Action-Feature beim Cyclone. Okay, jetzt gehen wir mal in den Vergleich mit einem Vintage. So, da kommt der Vintage. Da ist er. So sieht der Vintage bei mir aus. Er hat Vergilbungen hier unten und er hat die Goldparts hier auf dem Armen, die sind einfach, das ist einfach nicht schön. Vielleicht werde ich hier nochmal tatsächlich restaurieren, nur die Goldparts, weil das für mich ist das okay. Für andere natürlich nicht, aber die bleiben sowieso in meinem Besitz, die Figuren. Und falls sie mich nochmal verlassen sollten, dann werde ich das natürlich auch so kennzeichnen. Ne? Customer Ehrenwort. Ja, es gibt auch Leute, die haben kein Customer Ehrenwort, aber ich habe ein Customer Ehrenwort. Und alles das, was eben nicht richtig und nachgemacht ist, kennzeichnet der Pocking Joe und ich auch als Custom. So gehört sich's. Kleiner Einwand wieder rein. Jetzt will ich noch mal kurz auf das Swirly Plastic hier zurückgehen. Ja, nicht, dass sich da Leute wieder beschweren. Da ist ja lauter Swirly Plastic, ja. Dieser Perlmutt-Effekt, ja, ist halt ein Perlmutt-Effekt. Und hier ist genauso Swirly Plastic bei dem Vintage wie bei dem Origins. Also, bitte, bleibt auf dem Teppich und lasst die Kirche im Dorf. Das ist genau dasselbe Problem bei einem Vintage. So. Nur der Vintage hat jetzt eine andere Möglichkeit. Erstmal hat er Beingummis, die bei meinem etwas schlaff sind. Die gehören eigentlich ausgetauscht. Aber das ist jetzt natürlich der Effekt, der uns damals bei dem Vintage so begeistert hat, dass wir den Extender auch so einfach groß machen konnten. Schaut euch das an. Jetzt stellen wir mal die beiden so ein bisschen beieinander, machen die... So, also von der Größe her muss ich fast sagen, okay, wenn der so steht, sie nehmen sich nicht viel. Es könnte sogar sein, dass der Vintage einen Tacken größer ist, aber der Brustkorb von dem Origins ist ein bisschen wuchtiger, also breiter, weil ja hier das Mix and Match drin ist und trotzdem der Kopf und der Torso ein- und ausgefahren werden können. Das ist wirklich toll. So, jetzt haben wir hier wirklich die richtigen Goldparts. Hier oben seht ihr, wie die Goldparts früher waren. Und sie haben es jetzt so gelöst. Ja, es sieht schon anders aus. Aber es bricht für mich jetzt auch keine Moto-Welt zusammen. Ja, dafür bin ich dann doch schon alt genug. Und das ist voll in Ordnung. Er hat jetzt Greifhände und in der Vintage Version hat er eher so Karate-Hände. Ne? Also solche. Tschuk, 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 ne? Solche Hände hatte er. Ansonsten haben sie sich wirklich
gut auch an die Vorgabe gehalten. Hier ist alles ein bisschen runder, ein bisschen smoother. Wir haben hier mehr Kanten drin. Auch hier die Kante und so. Das ist alles ein bisschen kantiger. Und hier ein bisschen, ja, smooth, will ich mal sagen. Aber letztendlich sind die Figuren super, super toll. Super toll. Das Schild unterscheidet sich in der Farbe. Das hier ist sehr, sehr grell. Und was ich gut finde, sie haben hier hinten einen zusätzlichen Griff dran gemacht. Also das mit dem Griff ist die Origins-Version. Und wenn euch irgendwann irgendjemand eine Figur verkaufen will mit einem Original-Schild und das hat einen Griff, dann ist das kein Vintage-Schild. Also das ist ein Origins-Schild und ein Vintage-Schild hat diesen Griff nicht. Und ist ein bisschen dunkler. Aber es hat dieselbe Funktion wie das Origin-Schild. Man kann es auseinander machen. Aber das Origin-Schild ist auch einen Tacken größer. Ja. Sind beide wunderbar. Null Problemo. Ja. Das ist jetzt der Vergleich auch nochmal gewesen zu dem Vintage. Auch der flache Rücken ist im Endeffekt dasselbe. Und ich muss sagen, hier, wenn man den Rücken sieht, ja, hier sind ein paar mehr Details bei dem Vintage, aber das Swirly Plastic ist auf dem Rücken tatsächlich noch ein bisschen schlimmer als bei ihm hier. Also, ja. Die Bestempelung ist hier auf der Hose und hier auf dem Rücken. Also, die haben schon Unterschiede. Ja. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Drehscheibe. Und dann haben wir es geschafft. So, meine lieben Sammlerfreunde, hier dreht sich der gute Extender auf der Drehscheibe. Mann, ist das ein Riesenbrocken. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt mal das gemacht mit dem Bein als Verlängerung. Dann steht er so ein bisschen schief. Er schaut so aus seinem Helm heraus. Ja, hat sein Schild so in der Hand. Ich finde, das ist eine coole Kampfpose. Das ist wirklich eine richtig, richtig coole Kampfpose. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von der Figur. Auch, dass die Goldparts jetzt so ein bisschen eher in die Senfrichtung gehen, finde ich bei ihm nicht so schlimm. Aber ich habe Produktbilder gesehen vom Nightstalker. Und der hat, glaube ich, genau dieselben senffarbenen Parts wie er. Und ich muss sagen, beim Nightstalker finde ich es nicht ganz so toll. Ja, also da muss ich dann auch sagen, also wenn das so bleibt, es kann auch sein, dass das nur Prototypen und Produktbilder waren, dass das sich doch nochmal verändert, aber wenn die bei ihm hier schon keine Goldparts richtig machen, dann werden die das beim Nightstalker auch nicht machen. Wird wahrscheinlich Herstellungsgründe haben, wird wahrscheinlich Haltbarkeitsgründe haben und ja, ansonsten ist das eine wunderbare Figur. Schaut ihn euch an. Extender von den Origins. Ja, alle, die den haben, echt meine Gratulation. Alle, die ihn vielleicht noch bekommen oder auf dem Zweitmarkt vielleicht irgendwie noch eine Chance haben, dran zu kommen, holt ihn euch. Er lohnt sich. Er macht Spaß. Und es ist eine Mainline-Figur. Ja, die Diskussion haben wir ja auch schon oft geführt mit Mainline-Figuren. Okay. Dann will ich das Video jetzt beenden. Euch eine gute Zeit da draußen. Einen schönen Gruß vom Pocking Joe und bleibt uns wie immer gesund. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Tschüss.